Ernst Theodor Amandus Litfaß war der Erfinder der Litfaßsäule. Er wollte dem wilden Plakatieren in der Stadt ein Ende bereiten. Gut 160 Jahre später erhält die Litfaßsäule neben der Reklame eine neue Funktion. Denn durch den Einbau von kleiner Technik, sogenannten Small Cells, in die Litfaßsäule wird das Mobilfunknetz der Telekom in der Stadt verbessert. Den Litfaßsäulen hauchen wir jetzt neues Leben ein. Während sie in Deutschland an vielen Stellen verschwinden, nutzen wir sie hier in Berlin, um die Qualität und die Geschwindigkeit unseres Mobilfunknetzes zu verbessern. Und dafür bauen wir sogenannte Small Cells ein. Und die Systemtechnik, das ist alles in allem nicht viel größer als ein Schuhkarton. Noch bevor die Litfaßsäulen funken können, muss die Infrastruktur vorbereitet werden, damit unsere Technik hineinkommt. Das macht im Rahmen eines Pilotprojektes hier in Berlin die Firma ILK. Die Firma baut gerade in ganz Berlin neue Litfaßsäulen auf. 200 davon bekommen Small Cells von der Telekom. Im Werk im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick werden die Litfaßsäulen vormontiert und die Antennenanlage eingebaut. Die Einzelteile werden dann an den neuen Standort gefahren und dort aufgestellt. Was sind die Herausforderungen bei diesem Projekt? Nun, es war eine spannende Arbeit, diesen nutzlosen Innenzylinder für Mobilfunktechnik oder ähnliche Anwendungen sinnvoll zu nutzen und gleichzeitig die Werbemöglichkeit an der Säule vollständig zu erhalten. Und was waren die Herausforderungen, während Sie das entwickelt haben? Die Bedürfnisse, insbesondere der Deutschen Telekom und des Netzbetreibers Stromnetz Berlin zu erfüllen, was die Technik anbelangt und natürlich gleichzeitig im Blick zu haben, dass unsere Werbung problemlos auf den Säulen zu platzieren ist. Was ist alles in so einer Litfaßsäule an Technik drin? Genau, wir haben hier einmal relativ zentral in der Mitte eine Halterung, die Systemtechnik selber. Der Strom und sowohl die Glasfaseranbindung kommt unten aus dem Boden der Litfaßsäule. Durch eine Zuführung ist diese gelegt. Und dann hier auf der großen Platte kann man das ganz gut sehen, abgelegt. Wir haben hier die ganzen Stromeinheiten, also die Zähler und Sicherungen. Und auf der rechten Seite der Platte sieht man den Glasfaser-APL, unsere Glasfaserleitung abgeschlossen wird. Von der Systemtechnik selber gehen wir dann mit HF, also mit Hochfrequenzkabel, nach oben zu der Antenne. Die Antenne ist im Deckel montiert. Wir setzen hier in erster Linie Rundstrahler ein, haben auch aber gerichtete Antennen im Einsatz. Und das ist tatsächlich schon der ganze Aufbau so einer Litfaßsäule. Was für eine Sendeleistung hat das? Unsere Systemtechnik hat oder sendet das Signal LTE auf einer Frequenz von 2,6 GHz mit einer Bandbreite von 20 MHz. Und was am Ende dem Kunden zur Verfügung gestellt wird, ist eine Datenrate von 150 Mbit pro Sekunde. Für was bauen wir Small Cells? Small Cells bauen wir in erster Linie deshalb, um die Kapazität unseres Netzes zu vergrößern, die Dachstandorte natürlich auch zu entlasten, dass wir einfach breiter aufgestellt sind. Und die Besonderheit bei Small Cells hat sich jetzt gezeigt, ist halt einfach dieser einheitliche Aufbau. Von solchen Gewerken ist halt immer der gleiche Aufbau und das macht es uns einfach einfacher. Ein ähnliches oder ein anderes Beispiel wären hier zum Beispiel die Ötels. Da haben wir das auch schon gemacht. Wie entscheiden wir, welche Litfaßsäule eine Small Cell bekommt? Das ist eine funknetzplanerische Prüfung. Also wir prüfen vorher, wo unsere Small Cells gut unterstützen können. Wie entscheidet das Handy oder das Smartphone, ob es sich mit einer Small Cell verbindet oder mit einem Dachstandort? Unsere Dienste haben unterschiedliche Prioritäten. Jetzt LTE hat eine eigene Priorität zum Beispiel. Und wenn das Handy jetzt feststellt, okay, ich habe hier eine Litfaßsäule, die mit Mobilfunk und LTE ausgestattet ist und ich habe irgendwo einen Dachstandort, der die gleiche Frequenz im LTE-Bereich aufweist, dann entscheidet das Handy einfach anhand dessen, welches Signal besser ankommt. Nun bist du ja Projektleiter. Wie kam denn dieses Projekt überhaupt zustande? Im Dialog mit Berlin stand die Telekom schon länger und da war halt auch Mobilfunk ein Thema. Und die Telekom hat daraufhin selber ein Projekt gegründet, das Infrastrukturprojekt. Hier stehen wir mit verschiedenen Infrastrukturdienstleistern im Austausch, jetzt hier beim Beispiel ILK und den Litfaßsäulen. Und ja, dann haben wir das Projekt gegründet und haben 2020 angefangen, Planungen und so weiter aufzustellen. Und wir wollen bis zum Jahresende, also Ende 2021, wollen wir 200 Litfaßsäulen hier in Berlin
umgebaut haben. Jetzt baut die Telekom ja nicht nur Small Cells in Berlin, sondern auch an anderen Standorten. Auf wie geht es mit dem Projekt überhaupt weiter? Ja, das hängt von sehr vielen unterschiedlichen Faktoren ab. Also wie es generell weitergeht mit den Litfaßsäulen ist so, wir wollen jetzt erstmal die 200 Stück hier in Berlin aufbauen. Man kann aber durchaus sagen, man sieht es ja hier relativ gut, es ist ausreichend Platz da. Also man könnte auch eine andere Technik verbauen, unabhängig jetzt, ob weiter 4G oder vielleicht auch 5G. Platz wäre da. Aber wie gesagt, das ist von vielen Faktoren abhängig. Unsere Funknetzplaner sind da auf jeden Fall in der Prüfung und schauen, was am besten für unser Netz in den nächsten Jahren ist. Ohne die Erlaubnis der Berliner Verwaltung wäre natürlich die Nutzung der Litfaßsäulen als Standorte für unsere Small Cells nicht möglich. Mobilfunkstandorte oder beziehungsweise Kleinzellen als Mobilfunkstandorte kann man sozusagen zusammenfassend sagen, sie sind stadtbildkompatibel und bringen genau Mobilfunkkapazität dorthin, wo sie benötigt wird. Darüber hinaus ist es so für die Stadt wie Berlin wichtig, dass wir eine gute Infrastruktur haben, sowohl für unsere Einwohner als auch für die Unternehmen, aber auch für die Gäste. Im vergangenen Jahr hat das Projekt gestartet. Infrastrukturell sind alle Standorte in Berlin vorbereitet. Bis Ende des Jahres sollen also 200 Small Cells in Litfaßsäulen in Berlin am Netz sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben. Wenn ihr Fragen habt, dann nutzt einfach die Kommentarzeile unterhalb und ansonsten abonniert einfach den Kanal. Ciao!